Tag, Leute, da sind wir wieder. Dark Souls 3 geht weiter. Teil Nummer 23. Für die, die live sind, ist es nicht so wild. Session 4, glaube ich, dürfte es sein. Wir sind im Sumpf, haben das Tor geöffnet. Müssen Gott sei Dank an den drei da hinten nicht vorbei. Haben eine echt coole Rüstung. Also mittlerweile haben sie echt die Spitze der Coolness erreicht. Gefällt mir richtig gut. Und wir werden jetzt gucken, was hinter dieser Tür ist. Und ich bin immer hin und her gerissen zwischen Euphorie und will ich eigentlich gar nicht. Und das Spiel hat einfach ein sehr, sehr schönes Pacing, wie ich finde. Beziehungsweise man hat einfach immer Lust, weiterzumachen. Man möchte eigentlich gar nicht, dass es aufhört. Möchte aber auch immer neue Sachen dazu bekommen. Oh. Ach, heiliges Blick. Dass die uns hier in den Rücken fallen. Fallen wir lieber ihn mal in den Rücken. Alright. Krähen-Dämonen-Klinge. Weichstein? Oder Blechstein. Ne, Beichstein, ne? Gehen wir hier mal hinten. Immer schön ein Schild oben halten. Hier könnte ja hinter jedem Baum was versteckt sein. Wahrscheinlich. Achso, jetzt dachte ich schon, da kommt ein Gegner auf mich zugerollert. Wahrscheinlich hätte der da oben die auf mich gehetzt. Oh, da läuft einer. Da sind die Pfeifen. Der geht immer noch vor mir weg. Oh, Dark Raves. Wow! Sieht man gerade tierisch denn auf. Scheiße. Okay. So viel zum Thema dazu. Ja, der Backstep ist echt nicht mehr sonderlich stark. Dafür funktioniert er einfacher. Vielleicht muss ich den parieren. Pharaons Feste. Es gibt doch auch die Pharaoner Rüstung, oder? Diese grüne, die hier. Alter, das sieht halt auch aus, als wäre da irgendwas durchgewuchert. Gar nicht auf die Idee kommen lassen. Alter, da sind halt mehrere. Scheiße, Mann. We try this one.
Gehen wir einfach hier hin. Dresche voraus, deshalb Zeit für Vernunftsplatz. Da ist doch ein Feuer. Das ist doch sehr gut. Die Frage, gehen wir hier einfach mal weiter, oder? Bevor wir uns hier weiter die Höhle des Löwen begeben. Der wird ja wieder einmalig sein, nehme ich stark an. Och, er schläft. We try that. Kristalllesatzmann. Bedenkt, wie die früher aussahen. Aber den kriegen wir ganz gut platt. Noch einmal. Bam! Titanitschuppe. Super geil. Große Zauberwaffe. Das sieht ein bisschen so aus, als wäre hier gleich ein Boss. Wie viel brauche ich, um aufzusteigen? 12.000. Shit. Fahrt der Opferung. Ah. Okay, ich verstehe. Alter, geil. Scheiße. Ich verstehe. Let's try him. Kommen lassen. Ich hab mindestens genauso große Schwert jetzt. Er one-hittet mich einfach. Er one-hittet mich einfach. What the fuck is happening? Okay, neuer Versuch. Und ein neuer Ring. Wir nehmen nicht mehr den Giftbissring, wir nehmen den Ring hier wieder. Bin ich hier richtig? Nein. Aber hier muss man sagen, das Gebiet ist jetzt echt schön miteinander verknüpft. Nachdem man jetzt echt lange hier immer im Kreis gelatscht ist. So. Ich mache nämlich mehr Schaden, wenn ich volles Leben habe. Versuchen wir mal den Swipe. Okay. Es ist noch nicht genug, damit es den komplett killt. Kommen lassen. Shit. Hätte ahnen können, dass der nach einem Schlag noch zweimal weiter ausholt.
Fuck. Aber wir kriegen immerhin gut Seelen. Die Richter. Und die sind kein Problem. Wie unnötig. Kann man gut fahren, muss man sagen. Wir versuchen es nochmal. Kollege. Ihm nochmal. Alter! Alter. Jeder Schlag ist fast tödlich. Yes! Blut! Alter Verwalter! Aber geil! Nice, nice, nice. Ist hier irgendwie was? Man kann hier runterspringen. Aha. Ah, da kommt man wahrscheinlich... Oder? Kommt man dahin, wo ich gedacht habe, wie kommt man da hoch? Wir werden es gleich erfahren, liebe Leute. Ich habe wieder die Zeit nicht gestartet. Ich pfeife, ich muss mir das angewöhnen. Aber wir haben ja ziemlich pünktlich gestartet. Huh, puh, huh. Dunklen Ritter auch besiegt. Auch wenn wir sagen müssen, mittlerweile sind wir auch echt ziemlich gut dabei. So. Geschicklichkeit gehen wir hoch. Bam. Wir haben auch sogar noch 2000. Das heißt, wenn ich farmen will, kann ich das auf diesem Wege eigentlich ganz gut machen. Schau mal, können wir hier vielleicht sagen, wir verstärken die Waffe? Nein, da fehlen uns nämlich große Titanitscherben. Was können wir denn bei dir kaufen? Gar nichts. Gut, können wir bei ihr was kaufen? Gegenstand kaufen. Was bietest du uns denn? Glut. Kann man kaufen. Den Schlüssel haben wir gekauft. Wir könnten eine Ritterrüstung noch kaufen. Okay. Bin ich ja eigentlich hier ein Dolch. Ein Dolch kaufe ich. Weil wenn ich nochmal in den Sumpf gehe, ist der Gold wert. Wie viel haben wir denn noch? Komm, kaufe noch diese Kettenrüstung hier. Ah. Ich will auch mal diese alten Gewänder jetzt mal anprobieren. Ah ja. Mich würde es mal interessieren, wie ihr dazu steht, dass das hier eigentlich sehr viele
Alter, sehe ich scheiße aus. Recycelte Umgebung. Objekte sind. Ah, das ist richtig. Okay, interessant. Herolds Hose. Kathedralenritter Gamaschen. Okay, das ist also die Namen. Mensch, Hütten des Beschwörers. Okay, interessant. Namenlosen Ritters. Sieht aber gar nicht mal so cool aus, muss ich leider sagen. Ich hätte gern von diesen klassischen Helmen noch mehr. Ich gehe ja immer noch mit dem Helm. Sieht ganz cool aus. Ach, mit ihr wollte ich mal wieder reden. Ob sie noch da ist überhaupt. Hier, mit dir möchte ich quatschen. Ach, das ist Wasser da an der Seite. Oh, Champion of Ash. Welcome back. Wunder erlernen. Übergib heiligen Folianten. Oh, das machen wir doch mal. What's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist, I will read them for you. Only. They frighten me so. The little creatures that nibble at me in the darkness. Haben wir denn noch irgendwelche coolen Wunder, die du mir beibringen kannst? Qual. Tiefer Schutz. Schadensminderung aus. Krass. Das ist ja ein guter Buff, muss man ja sagen. Okay, du hast es nicht. Have a pleasant journey, Champion of Ash. Ich bin der Champignon der Asche. Was hast du denn? Achso, du bist mein Bürokratie-Mensch. Keine weiteren Fragen. Dann mal weitergefreiter. Hier saß doch auch noch die eine des Mondes. Wo ist die denn hin? What a sick joke. Ask you talking. Okay, du hast mir nichts Neues zu sagen. Hier ist auch weg. Aber du bist noch da. Oh nein. Falsch gefallen. Fret not, my feet are here firmly planted, for I am a lord, and this is my throne. Wandlungsofen hergeben. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seeing better days, but methinks. It shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferred to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear?
in a little transposition now. Okay. Now. Do not be aware. Upsa. You drop deep. Okay. Grenzen der Pharaonfeste. Da müssen wir uns jetzt halt durchkämpfen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas haben gegen die Typen. Und wenn es nur Schutz ist. Ich muss die doch irgendwie besiegen können. So, dass ich nicht alle paar Minuten drauf gehe. Haben sie aber gut gemacht, hier mit dem Menü, dass man das so teilen kann, so ausklappen. Das ist echt eine schnieke Sache. Gewicht, Blutung, Gift, Fluchresistenz brauchen wir nicht. Wir brauchen irgendwas, was auf Schaden geht. Ich sehe schon, die Ritterrüstung ist echt eine super Rüstung, die hast du bis zum Ende. Aber sie ist halt auch die ist sogar leichter wie das, was ich jetzt habe. Wir haben aber jetzt die Fat Roll. Das ist nicht so gut. Dann vielleicht ein leichteres Schwert. Krähen-Dämonsklinge. Ja, aber die kann ja nix. Wo ist denn mein Uchi-Katana? Sollte jetzt eigentlich das Einzige, was ich nicht tragen kann. Großaxt, Mann. Aber das hier sollte noch stärker sein. Okay, aber wir sind schnell. Das ist wichtig. We try it. Alter, gegen zwei gleich. Alter Verwalter. Upsa. Was die haben. Alter. Jetzt mach doch mal einen Punkt. Überhaupt keine Chance. Ein wahrer dunkler Ring. Wollen wir jemandem helfen? Können wir helfen jemandem? Vielleicht können wir da mal checken, wie die funktionieren. Weil so sehe ich da keinen Sinn. Wenn ich hier rausgehe, ist es dann verschwunden.
Einer ist cool, aber zwei sind nicht cool. Oh, die kämpfen auch gegeneinander. Dann werde ich dieses nutzen. Ich könnte ja auch sagen, ich bin auf eurer Seite. Dann werde ich das aber nutzen. Alter, wird da drin gekämpft? Killen die sich gegenseitig, ist die Frage. Alter. Gigantische Giftwolke. Die kämpfen tatsächlich gegen... Das sollte wohl noch nicht lang. Oh shit, jetzt hat er mich gesehen. Ungünstig. Mein Rufsymbol ist verschwunden. Alter, was erwartet uns jetzt? Wir müssen auch eigentlich Schluss machen. Aber dann wird es einfach eine etwas längere Folge. Was ist hier los? Zwei Leute, die gegeneinander kämpfen. Das scheint so, als würdet ihr auch zusammengehören. Die Typen... Ich frage mich schon seit dem Trailer. Ist das Metall oder ist das einfach nur sehr hässliches Leder? Ich glaube, er hat mich bemerkt. Er gehört zu den Wölfen. Wächter des Abgrunds. Ja, jetzt kämpfen zwei gegen mich, oder? Wie sieht die Geschichte aus? So haben wir aber nicht gewettet. Alter, gegen was kämpfen die denn da noch? Alter, kann ich dich nicht backstabben? Hier kämpft man gegen den. Kämpft gegen ihn hier mal. Ganz genau.
letzter Mann hält. Wir ecken einen Elfer. Heil. Das kriegen wir hin. It's you and me. Okay. Was ist da los? Alter. Das ist wohl der Typ der Wölfe, dieser Pakt, den ich auch annehmen kann. Dem coolen Wolf und dem Eichhörnchen. Wie geil ist das denn? Jetzt ist die Frage, ist das einer gewesen? Der hat sich gespalten. Oh, lass mich da. Jetzt kommt erst der Kampf. Das davor war Geplänke. Bist jetzt ein Mann so stark wie 100 Männer? Fuck you. Natürlich. Leb auch noch! Ernsthaft? Wächter des Abgrunds. Jetzt dachte ich schon, ich bin cool. Egal. Liebe Leute, wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Es geht sofort weiter mit Teil 24, glaube ich. Wir kommen immerhin gut hin. Nur wie wir den besiegen, das steht in den Sternen und erfahren wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich!